Hallo meine Lieben, ich grüße euch hier wieder zurück auf diesem Kanal aus meinem Garten. Ja, es war ruhig. Mein Kanal war 3 Monate gesperrt wegen einer Äußerung zu Pieksschäden in meiner Familie. Ich habe den Eindruck, es wird wieder mehr zensiert, gelöscht, gesperrt. Ich dachte eigentlich, wir sind da länger drüber hinweg und es ist wieder freier, als wir es jetzt zum Beispiel 2021 erlebt hatten, wo ich ja schon mal meinen Kanal freigeklagt habe. So, aber was haben wir jetzt? Also wir haben diese Sperrung, Löschungen. Ja, Stefan Homburg hat jetzt auch gerade vor Gericht wieder gewonnen und etwas freigeklagt. Es gab gar keine Äußerung dazu, warum es überhaupt gesperrt wurde. Es ist auch nicht nötig. Es wird einfach gesperrt. Es entmutigt natürlich die Produzenten, sage ich jetzt mal, die Aufdecker, die Journalisten, die Leute, die Sachen filmen, kriegen dann halt noch Ärger. Kennt ihr alles? Pavel Durov, der Gründer von Telegram, wurde auch erst vor kurzem in Paris festgenommen. Und man merkt jetzt, dass in einigen Ländern zum Beispiel die Telegram-App nicht mehr richtig aktualisiert. In Südkorea werden jetzt Untersuchungen gemacht bezüglich Telegram. In anderen Ländern geht es nur noch über VPN, genauso wie wir sehen, wie es mit X in Brasilien funktioniert, wo der Richter die ganze Plattform quasi gesperrt hat für die Nutzung über das brasilianische Internet. Nur über VPN ist es möglich, aber bei VPN-Nutzung droht eine Strafe von bis zu 8.000 Euro, glaube ich, war die Strafe, oder ein ähnlicher Betrag, auf jeden Fall ein erheblicher Betrag. Und ähnliche Dinge haben wir leider häufiger gesehen und man fragt sich, warum wird wieder zensiert? Warum wird wieder gesperrt? Warum wird wieder, was wird da vielleicht was vorbereitet? Ja? Und zwar nichts Gutes. Es gibt da einige Damoklesschwerter, die über uns schweben, wo man sich vorstellen könnte, okay, das möchten die nicht, dass darüber berichtet wird. Ich meine, wir haben die US-Wahl, die demnächst ansteht im November. Wir haben natürlich die Panik vor Affenpocken und Ähnlichem, die halt auch ja, immer wieder geschürt wird. Wir haben auch eine Kriegsgefahr, die immer noch vorherrscht. Und vielleicht auch noch irgendwas anderes in der Schublade. Das heißt, es ist schon merkwürdig, dass das so gehandhabt wird. Und man merkt auch, wie fragil das alles ist. Ich persönlich würde jetzt auch nicht einfach nur auf X vertrauen. Telegram war bisher die freieste Plattform tatsächlich. Aber es kann halt schnell mal aus sein. Ja, es gab auch eine komische Situation vor ein paar Monaten hier in Tansania und in einigen afrikanischen Ländern, dass ganz viele Internetseiten nicht mehr abrufbar waren, auch keine Apps, zum Beispiel unter anderem Telegram. Und es wurde mit einem defekten Unterwasserkabel begründet. Komischerweise funktionierte aber WhatsApp. So, und da fragt man sich auch, also was genau dahinter steckt, ja? Oder ob das so eine Art Testlauf dafür ist. Und natürlich fragt man sich auch, was wäre die Alternative, wenn jetzt zum Beispiel Telegram wegfällt. Manche haben sogar schon auch geschrieben, dass sie sagen, wenn Telegram und X wegfallen würden, dann wären wir alle in Berlin, treffen uns auf der Straße. Und es besteht nach wie vor, ich würde sagen, jetzt ist die Gefahr tatsächlich realer als das, was wir bisher erlebt haben. Auch dadurch, dass Pavel Durov verhaftet wurde. Und deswegen ist es auch wichtig, dass wir uns da auf andere Weise oder auf verschiedene Art und Weisen connecten. Ja, also auf verschiedenen Netzwerken und auch per E-Mail. In der Beschreibung werde ich meine Infoliste verlinken oder du gehst einfach auf davebrücht.com/Infoliste. Da werde ich für meinen Teil mitteilen, wenn sich da irgendetwas ändert. Und einmal in der Woche schicke ich eine Mail rum mit meiner Meinung und zu aktuellen Themen. Auch einige Sachen, die ich hier nicht einfach so in einem Video erzählen kann. Ja.
Gut, dann schauen wir mal weiter. Ich bin übrigens jetzt gerade wieder zurück aus Europa. Ich war fast 2 Monate in Europa, hauptsächlich in Deutschland, aber noch in anderen Ländern. Und da habe ich auch ein paar Videos auf meinem Vlog-Kanal gemacht. Aber was ich da so erlebt habe und was ich so empfunden habe, wie ich das so interpretiere, dazu werde ich auch noch weitere Videos machen und so ein bisschen kundtun. Und auch, wie ich es jetzt hier sehe, so im Vergleich. Also, stay tuned. Ich wünsche euch noch eine wunderschöne Woche. Bleibt stark. Euer Dave. Ciao.